muss, ohne Heilmittel verwenden zu müssen. Und diese große Ersparnis an Heilmitteln, die ist es halt, dass dieses Kostüm so unglaublich wertvoll und toll macht. Ach ja, technisch gesehen wäre es natürlich auch wieder an einem Anfangsgebiet des Abyss. Man hätte ja auch von hier das erste Mal reinkommen können. Deswegen ähnelt das so ein bisschen dem Anfangsgebiet auf der anderen Seite. Zuerst eine ganze Menge Stacheln. Und dann so langsam so ein bisschen Gegner. Touch mich nicht. Und jetzt können. Und ja, wir können uns jetzt aber erstmal wieder komplett aufs Erforschen konzentrieren. Denn, wie gesagt, dass wir sterben, ist schlicht und ergreifend sehr unwahrscheinlich. Ich muss einfach nur schnell genug bemerken, dass es gefährlich ist. Dann kann ich mich einfach verpieseln, gehe in meine Gesangsform und warte. Dann habe ich wieder halbe HP, so wie jetzt. Und dann gehe ich wieder hin und versuche es nochmal. Das geht sogar bei manchen Bossen. Manche Bosse bieten so Rückzugsorte, dass man das machen kann. Oder. Rückzugstaktiken, ne, wie man es nennen möchte. Es ist schön hell hier. Ist fast unangenehm hell. Oh, und hier liegt was. Das liegt da halt so rum. Ein Treasure. Natürlich, wir kennen den Jinger ja inzwischen. Den haben wir wohl gefunden. Einfach so. Zum Beispiel diese Krabben. Man kriegt irgendwie einmal alle 12 Millionen Jahre Schaden von denen. In den meisten Fällen laufen sie da an den Wänden rum und man schwimmt einfach fern von den Wänden und man lebt und lässt leben. Ich glaube, die kann man auch gar nicht töten übrigens. Und ja, gut, der Piranha versucht es natürlich trotzdem, aggro wie er ist. Das ist die Stelle, wo man... Ah ja, genau. Das ist die Stelle, wo man den... Was bist du denn? Was ist das? Was ist das? Und was ist das für eine komische Bahn? Das kann doch nicht meine Schwimmbahn gewesen sein, oder? Zählt offiziell zum Abyss. Nee, das ist Fragezeichen. Aber das ist nicht unsere Wiege. Die sah vollkommen anders aus. Ich bin verwirrt. Ich bin höchst verwirrt. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Gebiet hier ist. Komisch. Egal. Wir waren ja da, sonst wird es ja nicht auftauchen. Jedenfalls, wie gesagt, an dieser Stelle zum Weiterkommen braucht man die Pflanzenform. Erst an dieser Stelle. Nirgends sonst für die Story. Also, nirgends bisher. Ja. Aber man braucht sie eben. Nein, Anglerfisch, geh weg. Warum immer Anglerfische? Nein, ich will nicht geangelt werden. Das wird ja immer besser. Ja, aber ich will schon wissen, was hier unten ist. Also werde ich das mal machen müssen. Na gut. Party hard. Kriege ich gerade die Drehung am Ende? Komm, so. Bei den Viechern macht die Piranha zugegebenermaßen verboten anscheinend. So. Bitte nicht nochmal. Bitte nicht nochmal. Bitte auch kein Anglerfisch als nächstes. Krabben sind doch. Krabben sind lieb. Gut, die erschrecken sich halt, weil. Licht! Kann ich nachvollziehen. Geht mir morgens auch so. Können, denke ich, viele von uns nachfühlen. Nein. Oh Gott, ihr seid schrecklich. Lustigerweise fressen die auch andere Gegner. Ja. Nein! Ich glaube, der hat gerade Lee gefressen. Aber Lee kann nicht sterben, also kümmert uns das nicht. Holla, die Waldfee. Der ist böse.
sogar dich, wohlgemerkt. Okay, hier geht es also ein bisschen blutbar. Autsch. Ich habe nie behauptet, dass man einmal Fische nicht töten kann. Ich wollte nur immer nicht verwandeln und so, weil dunkel. Hier war der Anglerfisch versteckt, genau. Dann bleibt noch diese Ecke und hier ist... Oh. Okay. This barrier was marked with a strange symbol. Had I seen it somewhere before? Sollte eigentlich nicht so schief sein, together, aber... We'd opened the path to a new discovery. If only I'd known then, what darkness lurked beyond. Ja, wir haben wieder ein neues Gebiet erreicht. Dank Lees Hilfe diesmal. Also auch für Lee an dieser Stelle ein Progress-Check. Ohne ihn geht's nicht weiter. Ist natürlich auch ziemlich fies, wenn an dieser Stelle Lee fehlt. Hat man, da muss man raten, wo hat man jetzt was verpasst. Und da dann natürlich auf Lee zu kommen, ist auf den Vale, auf diese Begegnung, das ist sehr schwer. Lee was particularly excited by these ruins. It was as if he recognized them. They did not look like the work of Aquarians. I suspected that they were from beyond the Vale. Perhaps Lee's world was destroyed as well. Ja, Nigel erzählt eben, wie Lee, besonders begeistert von diesen Ruinen ist und wie ihr auffällt, dass es nicht aussieht wie das Werk von Aquarianern. Und sie hat halt den Verdacht, dass diese Ruinen von jenseits des Schleiers kommen, von jenseits des Vale, und rätselt, ob Lees Welt vielleicht auch zerstört ist. Außerdem gibt es hier die wohl schlimmsten Gegner im Spiel, Standardgegner. Im Prinzip sind sie wie Heuler, erinnert ihr euch, also Waters, ne? Die heulen so lustig und dann schießen sie auf einen los, im Prinzip genau wie die da. Der Unterschied ist, Heuler sind mit 3 Schüssen im Eimer und geben dieses Warnsignal. Dies brauchen irgendwie 3 Millionen Schüsse und geben kein Warnsignal, und sie chargen einen häufig von außerhalb des Bildschirms an. Und sie droppen nicht mal was. Die Gegner sind absolute Sausäcke. Absolut unverantwortlich. Und sind halt so schnell, dass es enorm schwer ihnen auszuweichen, wenn man sie nicht kommen sieht. Wenn man sieht, aus welcher Richtung sie stürmen, dann geht das. Aber wenn man es nicht sieht, dann ist man echt ziemlich aufgeschmissen. Was aber natürlich bedeutet, wenn ich jetzt weniger Leben hätte als die Hälfte, dann könnte ich hier einfach warten, bis ich wieder die Hälfte habe und dann weitermachen. Und müsste nicht Lebensmittel, ich gewöhne es mir einfach an, Lebensmittel dafür essen. Und das ist halt schon ziemlich großartig. Diese Truhen sind, wie wir schon gemerkt haben, zerstörbar. Ich könnte mir vorstellen, dass hier irgendwo auch ein paar Schätze so in der Umgebung liegen, aber bisher keine gefunden. Oh Gott, die Musik ist weg. Oh, die Musik ist weg. Warum ist die Musik weg? Schon ein bisschen gruselig aus. Ich kann verstehen, dass er wegläuft. Nur, wohin? Lebt der hier? Lebt der überhaupt? Der sah so ein bisschen durchsichtig aus. Okay, Aale? Ein ganz komischer Fisch? Ich speichere einfach. Ja, die versunkene Stadt. Eines der Gebiete, wo ich vermutlich sehr, sehr viel Symbolik bisher verpasst habe. Oh, diese Lache schon wieder. Offenbar kann der Junge nicht schwimmen. Er geht oder klettert immer. Er sieht auch nicht aus wie ein Aquarium. Keine Flossen, keine Kiemen. Okay, Kiemen könnte man schlecht sehen auf der Größe, aber na, ihr wisst schon. Bin ich hier richtig? Oh, das sieht nicht richtig aus. Aber ich gehe da jetzt lang.
Oh, hier gibt es also. Okay. Ein Kostüm. Ein neues. Wir werden es natürlich nicht tragen, weil Quallen, Lebenspower und so. Aber ich zeig's euch natürlich. Und zwar... da. Das Mädchenkostüm. Ein ziemlich freizügiges Kostüm, kommentiert Nigel. Es ist ganz schlicht und ergreifend ein Bikini. Also nichts, wo ich jetzt irgendwie den Kanal taggen muss. Es ist einfach nur Bikini und so. Aber, naja, Aquarianer, denke ich, haben nicht wirklich den Bedarf an Bikinis. Deswegen, kann ich mir vorstellen, nicht vor der Kamera, Mädel. Kann ich mir vorstellen, dass das für sie schon ein bisschen ungewohnt ist. So, ne? Vor allem kein Umhang. Also ich glaube, wenn ich immer gewohnt bin, Umhänge zu tragen und dann plötzlich keinen Umhang umhabe, das wäre ungewohnt. Aber, ja. Ein weiterer Schatz, den wir gefunden haben. Und ja, jetzt aber mal schnell dem Jungen hinterher. Das heißt schnell, der rennt uns ja nicht weg. The ghostly child slipped away from me into the shadows. I felt that he must have known the path to the heart of these ruins, but he was afraid. I would have to lead him out of the darkness. Ja, Nigel sagt eben, dass der Junge in die Dunkelheit davonrennt und etwas sagt ihr, dass er genau weiß, wie es zum Herz dieser Ruinen geht. Aber sie würde ihn eben aus der Dunkelheit herausführen müssen, denn da rennt er ja gerade hin. Wir gehen natürlich erstmal zu den anderen Weg, weil ne, da will er, dass das Spiel, dass wir lang gehen. Also gehen wir erstmal woanders lang. Der Raum sieht ja komisch aus. Und die Musik. Okay. Für die Ketten ist die Bewegung nicht so ganz sinnig. Oh. Ein Mädchen. Gehe ich hier richtig? Nee, kann gar nicht sein. Wir brauchen... Der Junge spielt auf jeden Fall eine Rolle und der Junge ist nach rechts gelaufen. Also können wir hier nicht richtig sein. Böse das Spiel aus. Ich glaube, ich lasse das lieber. Irgendwo da hinten müsste auf jeden Fall eine Barriere sein, wo wir ohne nicht weiterkommen. Ich vertraue da jetzt einfach mal drauf, dass dieses Spiel so sicher ist, dass man das nicht sequence-breaken, also Sachen in der falschen Reihenfolge machen kann. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal dem Jungen hinterher. Fisch, was tust du? Da ist doch nichts. Hyperaggressiver Piranha, ey. Das ist... Das mit der Dunkelheit kann man hier wirklich nehmen. Hier ist nichts. Ja. Der Junge folgt uns jetzt. Wir sollten ihm natürlich nicht wegschwimmen. Und wir müssen es... Ja, genau, sonst passiert nämlich das. Und wir müssen es, soweit ich weiß, auch immer helfen. Heißt, ganz vorsichtig hier lang schwimmen. Und ihn zurück zu, was, denke ich mal, seine Mutter sein könnte für... Erstmal ins Licht. Und da vorne stand dann ja diese Frau und die, denke ich, ist seine Mutter. Nein! Verdammt! Nein, ja. Irgendwie hat dieses Spiel sich an dieser Stelle, in dieser Phase so gedacht, hey komm, vorher war immer schön schnell sein, schön schnell sein, schön schnell sein. Jetzt gehen wir eben lauter Elemente des Spiels, wo er ständig zu schnell ist. Ätzend. Nein. Jetzt habe ich es raus. Ja. Jawohl, jetzt haben wir es.
doof, in mir dazwischen zu singen? Gut, also wir können die Melodie. Wird schon seinen Grund haben, dass die Lieder singt. Für uns. Nee. Würdest du bitte. So, jetzt können wir hier weiter. Wer hat die Kiste kaputt gemacht? Oh, da ist Öl drin. Aalöl. Nee, Fischöl. Und davon eine Menge. Fischöl ist orange und Aalöl ist gelb. Da ist der Junge wieder. Und diesmal folgt er uns nicht. Achso, folgt er uns durchs Licht? Es ist ja hell da. Kann ja nicht sein. Nein, an dieser Stelle ist der Tipp. Ich glaube, wir müssen das Mädchen zu ihm führen. Genau, das Mädchen folgt immer den Blumen. Ne? Deswegen steht sie ja bei ein paar. Die Blumen verwelken aber nach einer Zeit. Wir dürfen nicht zu langsam sein. Aber der Junge will sich offenbar nicht trösten lassen. Auch nicht von ihr. Er ist seiner Mutter weggerannt, er ist diesem Mädchen weggerannt. Hier macht das Ganze jetzt auch Sinn, was die da die ganze Zeit machen. Nein, 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 nein! Von allen Gegnern bauen wir. Das ist so eng im Raum. Den einen habe ich irgendwie rausgeholt für den Moment. Das war schon ganz gut, aber. Einer weniger. Einer weniger. So. Und ein Einzelner ist nicht so die große. So. Wir haben seine Peiniger. Der rennt schon wieder weg. Junge! Hast du nie gelernt, die zu bedanken oder so? Sind wir richtig? Ja. Es geht nur hier hin weiter. Oh, diese Musik. Das geht nicht nur mir so, dass die super creepy ist, oder? So. Das mag ein bisschen peinlich sein, aber an diesem Rätsel habe ich ganz lange gehangen. Da versucht zu singen. Ups. Ne, sowas zu singen versucht. Und bin partout nicht drauf, was ich zum Beispiel auch versucht hatte, war. Nee. Ich war damals richtig, also ich habe es damit einfach nicht gewusst. Die Lösung hier ist es quasi nochmal ein Hint an die Melodie, die seine Mutter gesungen hat. Oh, das war falsch. Dann öffnen sie nämlich die Tür und der Junge tut, ratet mal was, er rennt noch weiter. War ja irgendwie klar, wo ist eigentlich Leon? So. Und hier ist erstmal ein Speicherpunkt, das ist ganz nett. Also ich behaupte mal, es gibt hier jetzt etliche Details irgendwo im Hintergrund oder an den Figuren, die irgendwelche Symbolik darstellen, die ich nicht kannte oder nicht erkannt habe. Der Junge weint. Mal wieder. Und hier ist Ende. Mal wieder. Und da oben ist eine Strömung. So. Hier ist jetzt ein kleines Rätsel. Und zwar, wenn wir... Das da sollen, glaube ich, Tonklumpen oder sowas darstellen. Oder Erdklumpen. Wenn wir ihm so einen bringen, dann nimmt er den.
und baut daraus etwas. Und dabei helfen wir ihm. Ganz simpel. Das Problem ist natürlich, wir dürfen diese Dinge hier in den engen Gängen, Strömungen und sowas. Und da wollen wir diese Dinger natürlich nicht verlieren. Das ist so das Hauptproblem. Weil sonst liegen die irgendwo in diesen Gängen und ja. Es reicht doch, das Ding einfach nur da runterfallen zu lassen. Man kann es später auch noch zu ihm bringen. Also man kann quasi erstmal alle hier oben aus den Gängen sammeln und dann schauen, dass man... Ah ja, diese Quallen hier sind gegen alles außer ein bisschen immun. Das Problem ist, man schießt, wie gesagt, immer eine davon raus, wenn man sich verwandelt. Sehr ärgerlich, habe ich noch keinen Weg gefunden, das zu vermeiden. Weil es enorm helfen würde, zwei davon zu haben. Diese Schüsse sind nämlich richtig schön stark von diesen Quallen. Man hat auch nur einen einzigen pro Qualle. So, ah ja, der zweite Block ist auch angekommen. Der baut da weiter. Den hat er jetzt nicht. Junge, nimm. So. Und ja. Ich hasse diesen Endlist. Das ist unser nächster Boss. Sie ist unverletzbar. Ich weiß nicht, ob sie Berührungsschaden hat. Er hat jedenfalls zwei Moves. Den wir zweimal gesehen haben. Und diesen. Man kann ihn gewisserweise manipulieren. Was er tut, welchen er tut. Indem man hoch oder niedrig schwimmt. Alle drei Bewegungen, glaube ich, kommt der Boss heißt Vater und Mutter. Vater, Mutter, muss ich nicht weiter erklären. Kommt die Mutter zu ihm und tröstet ihn, wie ihr es eben gesehen habt. Der Boss selbst, genau der wie sie, komplett unverwundbar. So. Die Lösung ist, dass wenn sie ihn tröstet, kein Quallen da rauskommt. Oh, jetzt muss ich runter, sonst springt er oder auch nicht. Und während wir... Nein. Außerdem ist die Beastform eigentlich auch sehr praktisch zum Dings zu ausweichen. Wegen des starken Schwimmstoßes. Hoppala. So. Und wenn sie ihn tröstet... Tröstet? Kann man sie treffen, wenn man es richtig anstellt. Ich habe es gerade nicht richtig angestellt. Die Hitbox ist ein bisschen komisch, weil ihr Oberkörper, glaube ich, nicht ganz zählt. Und im Unterkörper überlappt sich langsam manchmal mit seinem Arm. Das ist ein bisschen tricky. Da muss man einfach auch geduldig rangehen, einfach die Phasen vernünftig abwarten, vernünftig dodgen. Hier so auf Brusthöhe für ihn ungefähr ist die perfekte Höhe, weil man beiden seinen Moves gut ausweichen kann mit jeweils einem Schwimmstoß. So, und jetzt sollte ich eigentlich auch den perfekten Winkel haben. Bam! Man kriegt wieder eine Qualle und er wird gut. Und dementsprechend schneller. Oh, sie liegt am Boden. Nur... Oh, und man sieht durch Lee, dass er Schaden genommen hat. In dieser roten Phase ist er verwundbar. Das heißt, dann müssen wir eigentlich in der Energieform wechseln und ihm möglichst viel Schaden machen. Das ist kein dauerhafter Phasenwechsel. Und jetzt geht quasi wieder das Spielchen los, warten, bis sie ihn tröstet, dann sie abschießen und dann wird er wütend. Apropos trösten. Ja. Nur ganz schlecht. Aber. Ganz schlecht. Das war jetzt so, weil ich das nicht machen soll. Die Falle selbst fliegt, schwimmt einem, wie ihr gesehen habt, nur relativ langsam nach und versucht einen anzutatschen und dadurch Berührungsschaden zu geben, dass das so extrem ist. Aber die Schüsse vernünftig zu organisieren, zusammen damit, dass das Positioning stimmt, ist nicht ganz einfach. Ja, ihr habt ja gesehen, ich bin von drei Angriffen drei gefressen. Ja, die Angriffe sind halt auch schneller. Hoppa, den habe ich... Oh, wow, ernsthaft? So, jetzt ist er wieder unverwundbar. Auch ein ganz toller Kampf um die... Oh, das mache ich auch. Fuck. Okay, hier lasse ich jetzt noch schon mal die Rüstung wirken. Denn das wird mir gerade ein bisschen heiß. Na, falsch entschieden. Ne, ich habe die eine beim Zurückverwandeln, die eine Qualle jetzt leider verschossen. Das heißt, ja genau, die da oben fresse ich jetzt gleich. Ne,
komm, mach was. Stare off. Opa. So. Ja, perfekt. Bisschen nach rechts will ich ihn eigentlich haben. Ich habe ein bisschen wenig Platz zum Ausweichen. Ich habe für diesen Sprung, genau. Aber sei es drum. Man kann theoretisch auch... viel zu spät geschossen. Nein, das hat noch gezählt. Wow. Was tue ich gerade? Ja, das war jetzt nicht. Oh, das hat gezählt. Jetzt ist er permanent rot. Das heißt, er macht einfach nur noch Hass, 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 Hass. Und für uns bedeutet das natürlich nur noch Schaden, 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 Schaden. Zwei Arcane Portuses. Davon esse ich jetzt definitiv keinen. Den esse ich mal. Ich habe das Rezept ja. Und eine Tasty Roll für den nächsten Angriff. Den ich nicht. Ach genau, sie schießt jetzt auch auf einen. Jetzt ist es quasi wieder nur noch einfach nur Feuer, 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 Feuer. Aber sein Muster bleibt halt bestehen. Und macht das Ausweichen ein bisschen kompliziert. Glaube ich zumindest. Ich glaube, es ist jetzt einfach nur... Oh Gott, das war mehr als nur knapp. Und jetzt ist natürlich auch dieses einfach, komm, ich warte einfach aus. Schwierig, weil man steht permanent unter Feuer von hier. Und meine Vierer-Schwimmstöße zum Beispiel, Schwimmstoßangriffe, sind hier auch eine ganz gefährliche Sache. Denn die Schwimmstöße brauche ich, um den Angriff auszuweichen. Das heißt, hier schieße ich wirklich nur Dreierseiten, weil alles andere auf Kosten meines Überlebens stattfindet. Ich will jetzt garantiert nicht sterben. Ihr merkt, wie rot der Bildschirm ist. Wir sind ganz dicht vor dem Ende. Kann es sein, dass ich mir irgendwas kochen muss? Ich glaube, ich habe... Mir fehlt vor allem an Blättern, kann das sein? Ja, mir fehlt es momentan richtig an Blättern. Gut, dann koche ich mir schnell was. Was hatten wir denn da? Irgendwas Einfaches. Hier. Andrew braucht Leaves. Dings braucht Leaves. Boltus braucht Leaves. Das ist natürlich blöd. Hotzu heilt nicht. Kuchen. Öl und Ei. Das können wir machen. Öl müssten wir haben. Öl und Ei. Ne, das ist ein Auge. Ei. Da. So, jetzt davon ein paar. Das ist alles bei einer Seite. Und machen uns dann noch da Rubberies drauf. Sea Cake. Rubbery Meat. Für einen Tough Cake. Ich denke, das lohnt sich in diesem Kampf sehr, denn man kriegt da sehr oft Schaden. Der Schaden kommt ja ständig rein. Ah, da sind auch meine Leaves. Ich lasse es mal dabei bleiben. Erwischt. Das ist dieser Boss. Alles andere als leicht, wie ihr seht. From the fallen body of the monsters rose two spirits, a father and a mother. It was then that. Me. Just like that. After so much, I was alone again. I felt empty, hopeless. For a moment, I considered giving up. What was the use? But that feeling gave way to a boiling anger. Though it scared me to have such thoughts, I knew that I would hunt down that dark creature and kill it. I would not be alone again. Ja, also, Nigel erzählt uns...